Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, bei bestem Wetter geht es heute in den wirklichen Schlussspurt meiner Sommerreise Fraktion in Aktion. Ich bin heute nochmal bei dem Kollegen Bene Oster und dem Kollegen Nico Steinbach. Wir werden nochmal das Land erkunden und vor allen Dingen ins Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Natürlich werde ich auch über diese Sommerreise nochmal hier ein Fazit ziehen. Also folgt mir auf jeden Fall hier weiter. Heute Abend dann wieder Fraktion trifft Fraktion. Als Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion bin ich im ganzen Land unterwegs, um mich mit den Fraktionen der Stadträte, der Kreistage auseinanderzusetzen, zu diskutieren, ins Gespräch zu kommen, ja, wo der Schuh drückt, wo es Unterstützung braucht und was die Themen sind, die uns gemeinsam eben auch momentan bewegen. Am Dienstag bin ich dann den ganzen Tag in Brüssel. Als Fraktionsvorsitzende der SPD-Landtagsfraktion darf ich an den Kabinettssitzungen des Ministerrates teilnehmen. Und dieser tagt morgen auswärtig in Brüssel. Ein ganz klares Bekenntnis auch zu Europa. Und ich freue mich jetzt schon auf die spannenden Gespräche mit den verschiedenen EU-Kommissaren. Auch hier werde ich drüber berichten. Ein Schwerpunkt wird das Thema Beschäftigung sein. Ein Schwerpunkt wird aber auch das Thema Klima- und Umweltschutz sein. Ja, dann geht es weiter in dieser Woche mit den Gewerkschaften. Auch hier liegt uns der Dialog, der Austausch sehr am Herzen. Und ich freue mich auf den Deutschen Gewerkschaftsbund mit seinen Einzelgewerkschaften. Denn gerade die Zeiten der Transformation erfordern doch einen engen gemeinsamen Austausch. Am Freitag heißt es dann, apropos Gewerkschaft, time to say goodbye für den ersten Bevollmächtigten der IG Metall Verwaltungsstelle Betzdorf, für unseren lieben Uwe Wallbrecher. Und wir werden ihm sicherlich nochmal ein herzliches Wort des Dankes sagen und uns dann auch gebührend von ihm verabschieden. Der Samstag ist mein Ehrenamtstag. Dort bin ich als Landesvorsitzende des Weißen Rings unterwegs. Und auch dort wird uns sicherlich der furchtbare Entführungsfall aus Edenkoben beschäftigen. Und wir werden auch hier vor allen Dingen die Sicht des Opfers einnehmen und schauen, wie wir weiter das Opfer gut begleiten können. Am kommenden Sonntag dann Erntedankfest in Friesenhagen, ein Termin, der einfach im Kalender stehen muss, wo man teilnehmen muss. Diese wunderschönen Wagen, ich freue mich jetzt schon drauf. Und wenn ihr dann noch Zeit und Lust habt am Sonntag, dann schaut euch doch auch mal um. Es ist der Tag des offenen Ateliers. Ich werde beim Atelier Äpfelbach sein und ich freue mich jetzt schon auf den guten Austausch. Ihr seht, der Dialog, das Gespräch steht im Mittelpunkt und über was wir alles diskutieren, über was wir alles sprechen, das erfahrt ihr, wenn ihr mir hier folgt. Also passt gut auf euch auf und bleibt gesund.